Was bisher geschah in Age of Empires 2 Divinity Edition? War im Gold. Was geht ab, meine Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück wieder zur neuen Folge Age of Empires 2, die Divinity Edition. Ja, letztes Mal haben wir Ascalon beseitigt. Und als nächstes kommen wir mit einer gewaltigen und holen uns einfach gleich Tiberias. Würde ich mal ganz stark sagen. Steuerung. Steuerung. Eins. Da kommen aber noch welche. Und wir bringen auch noch zwei Verlagerungskanonen. So. Eins. Muss mal kurz auf die beiden noch warten. Und zwei. Wunderbar. Dann würde ich sagen, geht ihr die Richtung. Und die geht auch hier erstmal in die Richtung. Hassan. Ihr geht schon mal voraus. Naam. Mustad. Naam. Amruk. Hassan. Naam. So. Mustad. Saafal. حسناً. أمرك. نعم. نعم. هجوم. الهجوم. نعم. القتال. سأفعل. Zurück, 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 zurück. Ich wusste es. So. حسنا. سأفعل. مستعد. أمرك. نعم. 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 حسنا. So, wunderbar. القتال. سأفعل. مستعد. حسنا. سأفعل. أمرك. نعم. مستعد. نعم. هجوم. أمرك. مستعد. الهجوم. سأفعل. نعم. القتال. نعم. هجوم. So, Dorfidylle. Das ist meine. Jetzt müssen wir mal eben schnell. Jetzt seid ihr dumm oder so? أمر هجوم مستعد
So. Alter, wo kommt der denn jetzt weg? So, mach den Mister jetzt kaputt. Oh, mach den Mister jetzt kaputt. Berias muss fallen. Und das jetzt. Erledigt jetzt dieses verdammte Mistviech. Und das freut ich jetzt. Den Dorfwohner töten. Ganz einfach. Erledigt doch jetzt diesen Jetzt erledigt er die letzten. Oh, wo kommst du denn jetzt weg? سأفعل
Was habt ihr da schöner gebaut? Ihr habt doch schon wieder was gebaut. Es ist egal, was die bauen. Es ist. Hallo. So. Naam. Mustad Hassanan. Saafal Hassanan. So, was habt ihr jetzt schon wieder gebaut? Hier. Naam. Amruk Hassanan. Naam. Naam. Saafal. Naam. Ich hab 6 Dorf, wo wir nichts zu tun haben. Ja, das sind meine Goldschürfer schon wieder. Hassanan. Na also, wir haben gewonnen. Endlich haben sie aufgegeben. Meine Güte. Hat ja lange noch gedauert. Fortsetzen. Einst war ich erstaunt über die vornehmen Sarazenenkrieger. Nur wenige Jahre zuvor betraten sie das Schlachtfeld als Ehrenmänner und führten Schatztruhen, Wein, Sängerinnen und Scharen von Tauben, Nachtigallen und Papageien mit sich. Das ist vorbei. Angesichts der Feindseligkeit und des Fanatismus der Europäer sind die Sarazenen immer resoluter geworden. Und blutdürstiger. Ihre Liebe zur Kunst weicht einer Liebe zur Schlacht. Als Antwort auf die Kreuzzüge ziehen sie nach den Grundsätzen des Dschihad in den Kampf. Oha. Mit vernichtendem Ergebnis für die Kreuzfahrer. Die europäische Präsenz im Heiligen Land war gebannt. So schien es zumindest. Ja, so schien es zumindest. Und jetzt? Nächstes Level. Akko. Akko! Beinahe 21 Jahre reite ich jetzt mit Saladin. Als die Berichte von einem Sarazenensieg in Jerusalem Europa erreichten, wurde ein weiterer Kreuzzug ausgerufen. Die Könige der drei mächtigsten Reiche Europas, England, Frankreich und das Heilige Römische Reich, zogen mit tausenden Männern ins Heilige Land. Saladin weiß, dass sein gefährlichster Gegner Richard Löwenherz aus England ist. Ein brillanter Taktiker, der die Kriegskunst im Kampf gegen seinen eigenen Vater erlernt hat. Er errichtet gewaltige Festungen und kämpft stets an vorderster Front. Das Ideal eines Kriegshelden. Richards Armee ist nahe Akko gelandet. Der Großteil von Saladins Heer sitzt in der Stadt fest, während zwei gigantische englische Triebocke Akkos Welle malten. Wenn Richard unsere Armee hier besiegt, wird er ungehindert nach Jerusalem marschieren. Saladin weiß, dass dies der Höhepunkt seines Dschihad ist. Alle Kreuzfahrerstaaten sind gefallen. Wenn die Sarazenen Akko halten können, werden die Europäer zum Rückzug gezwungen sein. Wenn Akko fällt, beginnt der jahrhundertewährende Albtraum ewiger Schlachten und Raubzüge erneut. Alle Siege Saladins würden umsonst gewesen sein. Ach du Scheiße, ja super. Akku verteidigen. Das wird lustig. Boah. So, errichten Sie ein Weltwunder und verteidigen Sie es. Ist das euer Ernst? Dann allerdings Bevölkerungsumfang beträgt 100. Okay, können wir locker. Wenn Sie bereit sind, einen Weltwunder zu errichten, können Sie einige Häuser entfernen, um Platz zu schaffen. Es kann langfristig Nutzen sein, wenn Sie einen Ihrer Feinde frühzeitig angreifen. Doch seien Sie achtsam, wenn Sie sich außerhalb der Welle von okay. Das Verwalten einer großen Stadt ist manchmal verwirrend. Es kann durchaus hilfreich sein, militärische Gebäude dort neu aufzubauen, wo sie sich... okay, Spiel. Saladin Grün kontrolliert Akkon, eine gute befestigte Stadt in der Küste... die im Augenblick von Kreuzfahrern eingeschlossen ist. Die Genusser 6 Türkis, die Franken 2 Blau und die Templerritter 5 Gelb haben ihre Lager im Norden aufgeschlagen. Werden Kriegsschiffe bauen, während die Franken ihre Ausbildung der Ritter, Handkanoniere und Belagerungskanonen übernehmen werden. Die Templerritter werden Deutschritter und Rammen schicken. Im Osten haben Richard Löwenherz 4 Rot und Jerusalem 3 Grau.
Position bezogen. Die Engländer werden sich vor allem auf ihre gefürchteten Langbogenspitzen verlassen, während Jerusalem mit leichter Kavallerie und Schwertkämpfern in die Schlacht ziehen wird. Gut, das bedeutet, Schenken wir diesen gottlosen Hunden des Westens einen Anblick, den kein Sohn Europas je erlebt hat. Fische. Nahrung, sofort. Ihr drei hackt das Holz. Amron? Ihr. Naam, Amilatu Manjam. Stein. Ich brauche euch als Nahrungshilfen. Das fällt von der Bombe später hier hin. Hallo? Und die Alchemie direkt hinterher. Ja, wir haben hier eine Burg, ohne dass sie zum Tor. Gut. Gut, wir haben hier zwei Burgen. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier denn? Fliegen. Was ist denn ein Fliegenturm? Wir haben hier Galeonen. Wir brauchen Kriegsgaleonen. Brauchen wir aber erstmal Nahrung. Und das schleunigst. Drei Dorfbewohner. Und hier. Ja, der Dorfbewohner, wo bist du? Amron? Der da. Benna'um. Brauch Nahrung. Ganz schleunigst. Kranken greifen an. Ach da, okay. Mach du dir da mal schon. Du dir da. Du dir da. Naam. Banna'atun. Musta'addatun. So. Banna'atun. So. Haben wir hier eine Mühle irgendwo? Eine Mühle, eine Mühle. Naam, Hassan. Auch unbedingt. Fränkische Soldaten halten auf unsere Welle zu. Das wollen sie doch. Gut. Militärgebäude. So. Gut. Ja, die kommen jetzt mit. Sagen, wenn die mit Rammen kommen, ist das eine andere Geschichte. So, wir sind Elite. Gut. Dann. Britische. Noch läuft es. Schütze des guten Auges.
Ah, Ball. Ja. Verfluchter Turm. So, Kriegsschiffe. Hol mir da die Nahrung weg, bitte. Gut. Ja, noch geht's. Noch geht's. Jetzt haben wir... Genau, Galeonen haben wir schon. Infanterie. So. Oh. Burgen auch. Einmal eine Verbesserung, bitte. Ja, das wird lustig. Ja, um ein Weltwunder zu... Ja, abgeben. Um ein Weltwunder zu brauchen, haben wir 1000 Holz, 1000 Stein, 1000 Gold. Okay. Jetzt haben wir... schleunigst bei ihm Gold. Noch haben wir keine Probleme. Da bin ich ganz ehrlich. Noch haben wir keine Probleme. Wir kommen einmal normale und zwar durch Expansion. Fränkische Soldaten halten auf unsere Welle zu. Ja, sollen sie doch kommen. Noch ist alles in Ordnung. Holz. Wir brauchen Holz. Können da welche rein? Ja. Machen wir mal hier. Geht ihr beide mal da rein? Ihr beide. Geht da rein. Wir schießen, um zu töten. Ja, wo schießt ihr? Wer schießt, um zu töten? Hab ich neue Soldaten gekriegt, oder was? Nee. Das sind schwere berittene Bogenschützen, okay. Noch läuft das. Holt euch die! Komm erst mal wieder zurück. Haben wir einen Marktplatz? Marktplatz! Die Templer machen sich zum Angriff bereit! Oh, shit. Kreuzritter aus Jerusalem nähern sich unseren Wällen!
Dongmine. Also. Okay, da haben wir kein Problem. Die Schiffe können gegen den Turm nicht wirklich viel ausrichten. Gut. Das läuft. Wir brauchen... Oh, falsch rum. Fränkische Soldaten halten auf unsere Welle zu. So. Bau ist da. Mir egal. Na richtig, Weltwunder verteidigen sie jetzt. Aber hier, Freunde, ich sehe gerade, wir haben die Zeit wieder komplett überschritten. Wir fangen jetzt an, das Dorfzentrum zu bauen. Das Dorfzentrum. Das Weltwunder zu bauen. Und in der nächsten Folge hoffen wir mal, dass wir das fertig kriegen und dass wir dann die Zeit über durchhalten. Als nächstes werden wir jetzt nur noch, wirklich nur noch Elite-Mamelucken bauen, damit wir das alles sehr gut verteidigen können. Das ist das Einzige, was wir vorhaben. Wir müssen einfach nur dieses Weltwunder erhalten. Bisher ist es noch sehr gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir lasst doch gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung. Würde mich natürlich sehr darüber freuen. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir das Weltwunder zu Ende bauen und es halten. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal ein. Jetzt könnt ihr gerne noch auf der Seite euch die Playlist anschauen zu Age of Empires 2 und natürlich etwas über mir, mein Hauptprojekt Gothic 3. Und meine Freunde, ich verabschiede mich jetzt für euch und ich sage, haut rein, ich bin Herz und bis dann.